So, und weiter geht's mit Let's Play Deponia. So, gehen wir wieder zurück in die Eingangshalle und hoch zu Goal, wo sie gefunden wurde. Mir ist ja einen noch was eingefallen. Und zwar haben wir Zum hier diese Glück beleuchten die Lampen den Phosphorlache. Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Ja, Sonarortung genau. gesehen. So, und da er dazu ja auch was sagt, nehmen wir jetzt mal die Taschenlampe, die ich ja bisher noch nicht benutzen konnte, und leuchten die Phosphorlache mal aus. So. Zu und Eine tada! Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Okay, es hat was Ausgang gedauert, bis ich geführt. drauf gekommen Eine bin. Handschätzchen. Und Rufus ja, ich gebe ja zu, Alexa. damit ich nicht jetzt ewig rumsuche, habe ich auch ein bisschen noch weiter geforscht, also offscreen, damit ihr euch nicht langweilt. So, ja, ich denke, das muss ich jetzt noch ein paar Mal machen. Hier, Taschenlampe. Auf geht's, wir folgen. Hier wurde Golia ja anscheinend langgeschliffen. Gehen wir in den Turm. Okay, dann geht's jetzt hier wohl irgendwo weiter. Vielleicht da in dem Tümpel. Oh nee. Ach, das ist ja fies. Das konnte man vorher also gar nicht schaffen, ohne dass man hätte Genau, diese was ich brauche, Phosphorlache um den gefunden. Zaun Ja zu gut. öffnen. Von Hand Also wäre das gucken wir sicher mal. nicht so einfach Zaun gegangen. öffnen. Hinter den Turm. Okay. Da geht's nochmal Phosphorlache. Und zwu. Okay, da in den das Gitter rein. Ein Nadelhaufen haben wir hier sonst noch. Tja, freie Auswahl. Nehmen wir doch mal eine mit. Au, die nicht. Au, ah! Ja, jetzt mach schon. Ha, die hier hat Ja, reingetroffen. hat er sich Die die nehme Stumpfnadel ich. Hey, rausgenommen? das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Das ist sogar Nadelhaufen ein, das ist gehört. Wer sogar kann nicht das mal schon von einer. sich behaupten? Na toll. Dann versuchen wir Au, nochmal eine Nadel ah! mitzunehmen. Geht nicht. Hier, was haben wir sonst? Da geht's zum Turm, hier ist die Phosphorspur und das Gitter. Okay, dann leuchten wir nochmal auf die Phosphorspur. Man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Genau. Dann Ich versuchen rette wir dich, das Goal. Gitter Ein Held aufzumachen. ist im Anmarsch. Tja. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen Nur auf. Rufus nicht mit seinen dünnen Ärmchen. Ein Monster, kein normaler. Okay, nehmen wir das als Stemmeisen. So. Okay. Ja, dann ab in die Kanalisation, Rufus. Oh, das sieht gefährlich aus. Da geht ja schon Luft raus. Was haben wir sonst? Haken, Müllberg, Wal. Okay. Dann Haken. Das ist ein Avialflitsch. Nein, Rufus. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Ach, immer dieses Im Vergleiche. Pool. Ja, genau. Okay, was haben wir denn? Taschenlampe. Er sieht mich auch so Können wir gut ihn genug. ableuchten? Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich. Ich mag Katzen. Hier ist es hell genug. Das Okay. ist ein Weich. Entscheide ich. Okay, wir nehmen den Fisch und hängen den Fisch. Komm, Fischi, Fischi. Nee. An den Hier Haken. bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Oh. Dummes Viech. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Licht machen. Naja, gut. Tja, dann, dass der Müllberg ist weggerutscht durch den Ruck, dann hoffen wir, dass das hier nicht einbricht und gehen mal weiter. Ein Hafen. Okay, eine Truhe, das Boot, noch mehr Boot. Truhe aufmachen. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Okay, zugesperrt, Piraten. Naja, zugesperrt. Keine Chance. Ich werde bis zu. Ja, vor allem kann Rufus ja auch keine Schlösser öffnen, wie wir ja wissen mittlerweile. Gehen wir wohl direkt mal. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler.
Ja, ins Boot rein, in den Kutter. Vielleicht finden wir was Nützliches da drin. Ah, da ist Na, Gold. wen haben Sehr wir denn gut. da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc? Was machst Doc du ist denn auch hier? hier. Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten! Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Ja, Und ich das habe sagen auch sie dann alle. niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Okay, also wir sollen ihr jetzt das Implantat rausnehmen, hier. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Doc kennt sich Ah aus mit ja. Kennerblick. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Okay, Nur also ähnlich. es ist keine gute Idee, Rufus Staub wischen zu lassen. Das kann er nämlich mit Sicherheit nicht. Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja Okay, nur ein das kleines auch. Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. Da ist der Chip. Der ist sauber. Die Kontakte, die sind staubig. Okay, also die müssen wir reinigen. Und hier, ja, der Lesekopf und ich denke mal in die Kästchen hier unten links müssen, Teile zum Reinigen rein, hier, da. So. Ja gut, dann weiter. Wir finden schon was. Sie sind fast vor sich. Okay. Mit dem Strohhalm reinigen. Nein, er ist ja auch nicht zum Kästchen jetzt. Okay, also das. Nee. Nee, das bringt, glaube ich, nichts. Nee. Ich kann hier auch so nichts anklicken. Nein, also. Das soll Goals be- aber ihre wichtig. Können wir die nicht einfach einlegen? Ach, da kommen wir nur wieder in den gleichen Bildschirm und da liegt dann nichts drin. Okay. Ja, dann müssen wir uns wohl mal umgucken nach irgendwas was Brauchbarem. So, hier ein Staubwedel, hier ein Schlüssel. Goal, Captain Boso. Okay, Staubwedel. Ich Der ist würde zwar nicht den unbedingt Wedel nicht, geeignet. ich benutze ihn immer zum Auswischen. Der klingt Ja, gut. deshalb Wenn er einen besonders Pässe sauber nicht. bekommt, dann ja wohl. Ich weiß schon, was. Ach Gott. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden.
gucken wir mal draußen. Ich denke mal, der Schlüssel wird jetzt für die Kiste hier sein. Schlüssel, Kiste. So, offen. Ah ja, okay, endlich mal was ist. Oh nein. Oh Mann. Okay, gucken wir mal, was wir brauchen. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blaseball. Ja, das kann man ja wunderbar mitnehmen und fertig. Sicher original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Wie süß das Eichhörnchen, das da gerade oben Drahtbürste mit dem Fahrrad lang gefahren ist. Und eine Flasche Fettlöser. Da kommt es zurück. Den Kram lasse ich mal drin. Okay, also Rufus hat wieder keine Ahnung vom Reinigen von irgendwelchen elektronischen Geräten. Ich würde mich ja beinahe weigern, den ganzen Kram irgendwie anzuwenden. Fettlöser, damit aber ich fürchte, dass ich ohne nicht weiterkomme. Ihr Drahtbürste, Fettlöser, nee. Also gut, Staubwedel, Staubweg machen. Und ja, da haben wir den Salat. Und, oje. Fettfleck, da muss ich wohl... Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Ich habe sowas in der Art befürchtet. Die Draht auf Go... Nur im... Ja, toll. Nein, das habe ich... Vielleicht hätte ich mir die Finger... Vielleicht also, verkratzen wir jetzt einfach nur alles, was nur möglich ist an dieser... Und wieder Staub. Perfekt. Noch heb ich... Und die Drahtbürste rüber. Da kräuseln sich mir die Nackenhaare, wenn ich das sehe. Das... nee. Ja, genau, und jetzt Doc zeigen. Die Dataset. Lass mal sehen. Heiliges Kanon! Ich weiß nicht. Ich hab mich kurz umgedreht und auf einmal war sie so. Ist ja auch egal, wie es passiert ist. Du musst das Zeug irgendwie wieder runterbekommen. Am besten machst du nichts Drastisches. Also, keine Stahlwolle oder so. Verstanden. Toll. Also, nochmal mit dem Kram rüber, oder was? Der will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Vielleicht hat er ja irgendwas, womit wir das besser reinigen können. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte. Sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Nein. Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Ich befürchte fast, Rufus ist ein wenig zu vorurteilsbehaftet hier ihm gegenüber. Da kommen wir nicht weiter. Ich behalte... Ich sitze... Eben. Reden wir nochmal mit Doc. Hast du... Ich bin... Beeilt. Es ist nicht gut für den Kopf. Wem? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elise. Okay, der kann uns auch nicht weiterhelfen, wie es aussieht. Goal ist ja jetzt absolut aus, out of Bewusstsein. Den Versuch war es wert. Ja. Ja gut, dann müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Das habe ich schon... Vielleicht ein bisschen freikratzen oder so? Nein? Na gut. Nicht übel. Was frittiert? Ich brauche ich auch. Hey! Sein Eimer. Wie unwichtig. Okay, staubig und verätzt. Nur im. Also wahrscheinlich muss alles staubig, verätzt und zerkratzt sein. Was für eine. Jetzt machen wir erst alles staubig. Die Datazeit. Nein, die Datasette ist schon Schmutz. Zeit für die harten Geschosse. Und dann sauber. Nein, die Data Zeit. Nein, die Data Zeit. Zeit für die harten Geschosse. Ja, also die Drahtbürste. Oh nein, Rufus, nicht dein Ernst. Rufus liebt Goal, ja. So gut wie alles noch. Klar, sieht blitzeblank aus wie neu. Und noch woanders, ja.
Alle, die sich ein bisschen mit Elektronik auskennen und jetzt zuschauen. Yep, alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment ja, das mal. Moment waren mal. Da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Hätten wir vielleicht doch besser das andere Bewusstsein genommen. Wer weiß, was jetzt passiert. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Rolfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. So, ja, das... Okay. Ja, endlich können wir mit Goal reden. Wie toll. Das erste Mal hier in dem Kompletten, dass man ordentlich Dein mal mit Goal reden kann. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Naja. Ich aber immerhin habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du ja daran gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Ich weiß nicht, ob es so leicht sein wird, Goal davon zu überzeugen, dass ihr Verlobter ein Bösewicht ist. Scharlatan. Sag ich doch. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Ganz genau. Das können wir auch noch nehmen. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Organon-Kreuzer kapern. Während du die Organons ablenkst, schleiche ich mich zur Brücke. Dort verkleide ich mich als Steuermann, indem ich mir einen Bart aus einem Pinsel und etwas Leim bastle. Dann müssen wir nur noch etwas Draht und einen Schraubenzieher finden und... Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht.
Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Ja, ich mag das Spiel. Jetzt heißt es Deponia retten. Wir haben jetzt ja Goal wieder. So, das Inventar ist nicht besonders voll. Alles fit? Ja, ich glaube, die erzählen uns auch nichts mehr. Ja, ich glaube, die Datalisette ist tatsächlich ein wenig beschädigt. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Ja, nochmal schnell mit Doc reden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Und natürlich mit Captain Buso. Okay, aber das ist nichts Neues. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarz. Ach ja? Deine Mutter hat... Hey, halt, wo auch immer da ist. Okay, deine Mutterwitze konnten sie da auch schon machen. Na gut, dann behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Eben. Ja, ein sehr schönes Spiel. Ich mag auch die Kulissen und die Musik und... Ja, aber das werde ich natürlich alles am Ende des Let's Plays nochmal... erzählen. Goal ist ja ganz schön groß im Vergleich zu Rufus. So. Huch, Rufus soll mitgehen. Hier gibt's nichts mehr zu tun, hoffe ich. Das ist... So, und jetzt... Nadel können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, also zum Turm. Oh, die kennen wir doch. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ja, ihre die Spuren halten wohl auch für groß. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Voll fies. Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Ey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Okay, ich muss den Part aber auch langsam mal beenden. Wir gucken noch, ob noch was zu sagen gibt. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Okay, dann danke, dass ihr wieder zugeschaut habt und ciao bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.